mir leid, dass also es tut mir leid, dass jetzt die Aufnahme gestoppt hat und so, aber es, mein Spiel hat sich gerade aufgehangen und selber geschlossen, deshalb ich tue schnell einen Freund fragen, dass er mich einladen kann, oder? Ich gehe einfach so. Also jetzt geht's weiter, sorry für die Unterbrechung. Ich hatte halt einen kleinen Timeout. Cool. Du kommst jetzt allerdings auf Null wieder zurück. Bist du drauf? Kommt der nächste rein. Da gibt's nicht so einen Sicherheitsjoker. Nö. Der ist so leicht. Ich spiele Runde mit dem Sicherheitsjoker, kommt noch. Ich bin jetzt weg. Das hat ja wie so ein Seemannslied, ey. Alter, ich kenne das. Mir fällt gerade so nicht. Aber nicht. Ein Männchen im Wald. Stimmt. Guck mal. Wow. Er hat schon 4 Punkte. Sind schon 40 Top. Und der nächste und die Alter. Ich hab mir die gemütlich. Wow. Ja. Drei. Warte mal. Ja, was ja, ist Sarah zuerst gedrückt. Der Rechte! Ja. Ich hör dich nicht. Du hörst mich nicht? Ja, jetzt schon. Du hast keine Stimme? Warum nicht? Wie lange geht die Show? Boah, keine Ahnung. Also? Open End. Ja, Bob bereit dann. Gut, ist das richtig? Ja, trotzdem danke. Jetzt auf Null plötzlich. Wenn es falsch ist, wenn es falsch ist, ne? Mal deinen Knopf, ob der geht. Ja, der geht. Du musst ja, aber der andere, der andere hat aber gedrückt. Nee, der war ich schon. Ich hab auch gedrückt, aber er zuerst. Da hab ich das gesehen. Warum hat's bei dir geleuchtet? Bei mir hat's bei dir geleuchtet. Nee, das ist schon richtig. Erst muss ich in den Schrank gekommen. So, also weiter. Ja, können die mal modern irgendwie kriegen? Ich gesell mich zu euch. Die modernen kommen nachher noch, da gibt's auch wieder mehr. Ich gesell mich zu euch. Cool. Ah, Elias, das ist ein Ding. Also, das ist jetzt Rec Room. Ah, ich bin gerade bei einer deutschen Community. Okay. Beim Camp, also nicht wirklich Freund, aber Kuchen. Wir sind bei seiner kleinen Show, bei einer kleinen Show halt mit ca. 30 Leuten. Es ist halt so eine Show, jetzt wir müssen jetzt dann halt diese die Sachen die kommen jetzt mal alle bekannt worden. Ja. Also die Songs daran. Ich habe Testschnaps, die sind alle sehr laut. Aber meine letzte Aufnahme ist gerade vor 2-3 Stunden abgekackt. Abgekackt und ich musste dann neu starten. Mein Spiel ist sogar abgestürzt. Ja. Wie hieß das nochmal, Sänger? Oh, wer kennt das nicht? Ich kenne nicht. Und Elias, du kannst es sogar, du kannst das Spiel sogar mit Feuer. Deshalb, ja. Ja. Wenn das nicht weiß, habt ihr links davon einen Button. Und dann könnt ihr das nächste. Weil kann das. Nein. Ich hab dir gerade schon Hi gesagt, aber... Okay. Nächstes? Nein, man braucht kein PS Plus, das ist gut. Das war übrigens der Kuckuck und der ist... Oh, scheiße, stimmt. Das kenne ich. Ja. Ja. Kuckuck und der Esel. Ich dachte, es kommt sonst aus den 80er, 90er. Ja. Das Lied habe ich als Ende bekommen. Da war ich fast wie Baby da. Alle Vögel? Ja, weil die sind schon da. Schön, alle Vögel sind schon da, so ich. Ja, okay, aber Glück gehabt. So, noch 4 Punkte und 100 Tropfen. Wieso, Bro? Bitte mal nicht neben mir. Hä, ich dachte, er hat das.
das Spiel hat Dings. Und du kannst sogar mit PC-Spielern spielen. Leute, bei mir gibt's gleich was. Was gibt's bei dir? Spaghetti Bolognese. Ja, das war noch nicht als so ekelhafte, so diese aus den Fleischtüten, sondern so eine richtig geile, heftige von meiner Mutter. Ihr könnt euch vielleicht leise unterhalten, wenn's geht. Okay. Beide Aussetzer. So, eine, ich komm gleich wieder. Aussetzer. Ich lasse einfach die Kamera so. Okay. Der Lies, wenn du die Folge bei einem anderen Livestream willst, da ist ein Typ, das ist eigentlich nicht mal langweilig. Also, schau mal, wie geht das weiter? Ich geh kurz weg. Ich weiß. Leute, 70 für 2. Ich geh mal essen. Alles wissen bist du krank, ja. Dass du nicht mehr hüpfen kannst. Bisschen hüpf, bisschen hüpf, bisschen. Das hat meine Nachbarin immer gesagt. Bisschen hüpf, bisschen hüpf, bisschen hüpf. Ich hab schon gefangen. Einer geht raus. Das wäre jetzt in der Grube gewesen. Übrigens für die allen anderen, die da hingesetzt, ihr seid bei der nächsten Runde alle dran. Aber alle geschlossen. Ihr dürft jetzt nicht mehr auf den Button drücken. Wir müssen einfach nur... Ihr dürft jetzt nicht mehr auf den Fehlbutton drücken, sonst seid ihr raus. Und wenn ihr es nicht wisst, kriegt ihr Minus. Genau. Bei dir? Geht ja eigentlich nicht. Okay, warte. Stimmt. Also, Overwatch verdient jetzt 70 Token, kannst du dir bei Micha einlösen. Und du hast 20 Token, aber dafür kriegt man leider nichts. Für sie ist es glaube ich auch nicht, oder? Ja, ich werde es sehen. Aber Micha? Overwatch, du kannst zu Micha gehen und kannst dir was raussuchen für 70 Token. Jo. Micha. Und jetzt haben wir zwei neue Kandidaten, wo alle hier im Zuschauerraum mitmachen können. Wer will drücken? Es geht so ums Drücken. Ich tauche jetzt. Wie drücken? So. Kriegst du, warst du schon mal hier? Wie drücken? So, warte einmal, warte, ey, guck mal. Nein, noch nicht. Ja, dann komm mal vor. Geili. Ich weiß. Schmerzt du nicht drücken? Es ist schwer, zuerst die alten weg. Aber wie habe ich 70, ne? Ach ja, ich weiß nicht, wie viel Tokens hast du? Mein Headset hat einen kleinen Wackelkontakt, darum spreche ich gerade über die PlayStation-Kamera. Okay, kann man noch auf die Bühne. Schlechter. Ja, gut gespielt. Gutes Spiel, Alter. So läuft er. Ich will wieder mein Hauptgebiet. So, wer ist der zweite Kandidat? Klingt sogar gut. Ich bin aber zu weit drin. Ich mach noch weiter. Wie viele Tokens hast du? Oh, ich hab 70, ne? Ich hab eine Zwischenpause. Ja, du hast 70. Ich hab voll verschissen. Nee, ich zwei Runden und dann schon. Ja. Achso. Geil, die kann ich. Ja. So, wer will Tokens haben? Okay. Ja, natürlich, jeder Topf. Bier. Bier. Gib mal Bier. Hab ich noch nicht, schade. Nein, ich
Es gibt sogar das ist sein Nachbarn. Es gibt und es gibt so nein, ist man nicht. Cookie lässt raus. Nimm mal bitte mal das Fanball. Eigenwerbung stinkt! Und da oben. So, die nächste Runde wird etwas schwieriger. Wir gehen in die 80er Jahre. Und die 90er Jahre. Und jemand, der das weiß, kann reinrufen. Die zwei, die hier vorne stehen, tippen nur drauf und kriegen die Punkte. Das bedeutet, wenn die gut zuhören, kann irgendeiner immer zuerst drücken. Aber bitte sehr leicht. Wer zuerst drückt, kriegt die Punkte. Aber sehr leicht. Ja? Das ist eine ganz leichte Runde. Wir gehen in der Kindergartenrunde in die Nebenrunde. Okay, tschüss. Okay. Punkte reset. So, das heißt, ihr seid so frei, Trixie und Bibelrunde. Scheiß mal schon. Wir spielen jetzt mal die 80er ab. Eine Bibelrunde. Hab ich nicht, du hast nichts 80er gesagt. Ich hätte selbst schön schon gesagt, wie sie kommt, oder? Nee, ich mach die 21er. Kommt drauf an, was jetzt kommt. Dann machen wir die 21er, ja genau. Dann kann ich mitmachen. Dann machen wir die 21er. Es kommt so, wer das weiß, schreit laut. Ich, Faded. Alan Walker. Faded. Ich. Faded ist es. Nee, Faded. Faded. Und ihr habt die Aufgabe quasi zu drücken. Faded. Ich bin alone, Digga. Ich weiß es. Ja, ich öffne keine Werbung. Nicht dauernd drücken, warte erstmal, bis es vorbei ist. So, wir spielen die Musik ein und dann könnt ihr loslegen. Faded. Los geht's. Es ist ein englischer Titel. Let her go. Weißt du den Interpreten? Okay. Minuspunkt. Nee, sorry. Ich hab Minus. Minus, okay. Geil, Minus. Minus, okay, der nächste Lied. War verkehrt, okay. Da musst du was kaufen, Micha, kannst du dich freuen. Darf man reinrufen? Ja, das geht. Was? Denk ich mal, ja. Ja, schon längst. Ed Sheeran. Ich ruf einfach an. Ed Sheeran. Ja, dann müsst ihr den Knopf drücken, dazu seid ihr jetzt. Boah, ich kann diesen Song nicht mehr hören, sorry. Das ist so oft, ja, ne? Das kann ich nicht. Viel zu oft. Ja, ihr solltet auf eure Zuschauer hören, weil die geben euch die ganze Zeit die Nase vor. Singt das noch mit? Wenn ich einmal mehr zu und singe alle im Hintergrund mit, dann ist das schön. Aber See you again. Okay, und nächste bitte. Also, ja, kriegst du aus dem Hefer. Ja, warte. Okay. Also, knuppelt nicht mehr oben, sondern hier, ne? Ja. Und weiter, es geht um 500 Tonnen. Das sehe ich besser, wer Quatsch macht. Okay. Ich glaube, beim ersten habe ich sogar das schon rausgehört. Ich will mal so bauen.
Ich will Believer von den Magic Dragons. Believer von den Magic Dragons. Falsch. Ich kenne den Meme von dem von Ed Sheeran. Thinking out loud. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Thinking out loud. Und? Wer nicht? Ja, thinking out loud. Ja, Ed Sheeran. Thinking out loud. Ganz ruhig. Also Leute, ich bin jetzt einfach mal zum Freund gegangen, so, weil ihr könnt ja alles bei JCHD schauen. Weil JCHD tut alles auch selber streamen jetzt. Also JCHD streamt auch gerade, wo ich am Streamen bin eigentlich jetzt. Und ich bin jetzt einfach dann beim Freund gejoint und so. Ich hoffe, das passt für euch. Weil ihr könnt dann eigentlich auch bei JCHD schauen. Der hat das sogar in VR und so. Und da steht auch direkt vor den Leuten und da versteht man ihn halt auch besser und so. Und ja. Bei mir sieht man ja den Namen und so. Eigentlich könnte ich das aufstellen, aber ich weiß, was es euch so nerven würde und so. Deshalb schaut bei JCHD vorbei. Er hat eh schon gestreamt. Er hat aber paar Probleme fürs Online-Stellen und so. Und ich werde aber dann noch Jesse so fragen, ob das natürlich Ding ist. Ob das kein Copyright ist oder so. Weil sonst muss ich natürlich löschen. So hört man mich auch überhaupt. Ja, okay. Also, ich muss ihn halt dann fragen, ob das gecopyrighted ist oder so. Weil ist eigentlich Dings. Also eigentlich ist es deren Sache, aber mein Video könnte auch gecopyrighted werden. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und ciao, Leute. Ciao!